Nächstes für euch hier oben mit einem kleinen Ausblick auf das, was wir nämlich auch nachts am Lageso erleben. Denn tagsüber ist das, was wir die meiste Zeit halt, was die meisten von uns erfahren, ist dann, wenn das Amt auch teilweise offen ist. Nachts geht es ja aber meistens traurigerweise weiter. Und dafür haben wir Rainer davon, der Nachtschicht, wenn man so will, auf den Punkt gebracht. Hallo, also ich bin Rainer. Und wir sind weniger Leute geworden, weil es kalt ist. Ist euch kalt? Ich habe 3 Paar Socken an, mir ist scheiße kalt. Und dass ich hier oben stehe, ich schäme mich so ein bisschen, weil im Moment, ich lese euch das mal vor im Chat, ich habe Zugriff auf die Liste, wenn ihr Nummern braucht. Muss gleich los. Bleib am Handy. Melde mich sofort, wenn ich was brauche. Dann, es geht um eine Familie, das von jetzt gerade eben, hier aus dem Chat. Daniela nimmt sie über das Wochenende auf. Perfekt. Wolfram bringt sie bei Carl. Hab auch bis Montag 2 Familien bei mir, danach wieder freie Wohnung für neue. Jetzt 3 Männer ohne Schlafplatz. Okay, hat sich erledigt, die schlafen privat bei meinem Nachbarn. 6 männliche Personen ohne Schlafplatz bei Lageso. Das ist von vor einer Stunde. 4 Personen, wieder ohne Platz. Dann eine kurze Frage, wisst ihr, wie lange die Kundgebung geht? Ich möchte auch noch hin. Es wird ein Fahrer benötigt, der 4 Männer nach Neukölln bringen kann. Also, 10 Personen insgesamt. 4 müssten gefahren werden. Ich gucke jetzt in meiner Liste nach Plätzen für männliche Personen. Wären sie bereit, sich zu trennen? In 2 Gruppen wäre einfacher. Gerade in der T-Gruppe im Chat gesehen, 25 bis 30 Menschen vor dem Lageso. Jetzt aktuell. Kurze Zeit später sind schon untergebracht. Danke. Informationen, wie ihr alle wisst, sind immer extrem volatil. Jetzt hier, kurzer Vorschlag, wie wäre es, wenn wir weiterhin Ausrufezeichen zur Polizei gehen mit Flüchtlingen, die außerhalb der Öffnungszeiten ankommen? Wäre es möglich, das mal auszuprobieren, gerade tagsüber? Nachts mit einer Familie würde ich das nicht testen wollen. Was meint ihr? Und so weiter. Angeblich 40 Leute vor Ort, die sich für die Nacht dort einrichten. Was? So viele. Also, das nur als aktuelles Update von gerade eben. Wir sind da seit 70 Tagen, jeden Tag. Es sind immer so ein harter Kern von Leuten vor Ort. Ab 21, 22 Uhr. Wir bleiben da bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Und die Bilanzen sind auch sehr wechselhaft, aber auch volatil. Ich versuche es jetzt mal systematisch ein bisschen zu erzählen. Von den letzten 70 Tagen. Kein Pult. Also, es sind zum Beispiel gewesen Sarah, Samia, Kaya, Wolfram, Joachim, Dorothea, Conny, Ramona, Sophie, Ahmad, Abdullah, die übersetzen Mohammed. Und wir haben in der Datenbank 200 Adressen von Menschen, die Leute privat aufnehmen. Vor allem für die mal einen ganz herzlichen Applaus bitte. Die Nachtschicht ist deshalb so ein großes Thema, weil es einfach das Thema Unterkünfte ganz extrem tangiert und weil die Schlafplatzsuche und die Nachtschichten sich ganz extrem überkreuzen und es ist einfach wirklich so krass, was da ständig behauptet wird. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen literarisch in meinem Vortrag. Also, als Bewohnerin dieser Stadt, die mit einem deutschen Pass bewaffnet hier leben, ihre Berufstätigkeit wunderbar bestreiten kann, sehe ich seit 70 Tagen und Nächten hautnah, was sich in meiner privaten Nachbarschaft abspielt, 2 Straßen weiter am Lageso. Ein Teil von hautnah ist nun auch Schock unter der Haut. Das, was Menschen erlebt haben und das, was sie hier erleben. Und nun bekomme ich nach 70 Tagen, in denen sich kaum etwas verändert hat an der Lage, außer dass sie schlimmer geworden ist, mehr Menschen, mehr Kälte, von hautnah eine Gänsehaut vor Wut, vor Empörung und Fassungslosigkeit bei den Verzerrungen der Lage, die hier in Moabit unverzerrt bleibt. Ein rein zufällig gewählter Vergleich, so unverzerrt wie der Spiegel, in den wir zum Glück noch jeden Morgen gucken können. Es wird behauptet, es müssten keine Menschen mehr vor dem Lageso schlafen. Herr Chaya, jetzt nur stellvertretend für die vielen Verantwortlichen. Ich habe Sie in den letzten 60 bis 70 Nächten
die wir entweder vor dem Lag GESO oder per Telefon- und Internetdienst mit den Leuten vor Ort vernetzt verbracht haben und das konsequent bis mitten in der Nacht nie dort angetroffen. Wie kommen Sie also zu der scharfen Beobachtung, dass da keiner schläft? Erzählt Ihr Spiegel Ihnen so etwas? Sie wissen, wie es im Märchen heißt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber vielleicht lügt ja Ihr Spiegel aus Angst. Es wird von verschiedenen Verantwortlichen behauptet, es gäbe da keinen Bedarf an Decken, also man solle keine Decken hinbringen. Oh, ach so, dann sind die 187 Personen, die wir vor 3 Tagen gezählt haben, also Phantome, Phantome ohne Kälteempfinden. Das ist hochinteressant. Es wird behauptet, man könne gut auf die Helfer der Nachtschicht verzichten. Da wählt man noch gleich die direkte Ansprache an die, die das behauptet haben, liebe Leute, um euch aufzuklären. Es ist uns egal, ob ihr auf uns verzichten könnt. Wir sind nämlich nicht zu eurer, sondern zur Hilfe der Personen angetreten, die auf dem Gehweg vor eurem Pförtnerhäuschen da nachts stranden. So, und das sind? Das ist jetzt die Bilanz von Ende August. Wie gesagt, das ist sehr wechselhaft. Bis zu 80 Personen, die ankommen, nachdem die Busse abgefahren sind. Nachdem der letzte in verschiedenem Zusammenhang offiziell Zuständige das Gelände verlassen hat. Das geschieht so ab 21, 22 Uhr und geht weiter, meist nach Mitternacht. Bilanzierend 2 bis 4 Familien mit Kindern. Meistens so 3 Familien in oft sehr schutzbedürftigen Konstellationen. Alleinerziehende mit mehreren Kindern. Minderjährige, die mittlerweile von der Polizei selbst bei uns abgesetzt werden. Wir werden auch schon angerufen, weil wir ja Privatunterkünfte haben. Familien mit 1 bis 4 Kleinkindern, Familien über 3 Generationen, mit Personen extrem hohen Alters, die gehbehindert sind, die gehörlos sind aufgrund von Bombentraumata, die schwere Bronchitis haben und so weiter. Also ich habe auch mehrfach Leute einfach mit heimgenommen. Bin nicht mit denen zur Polizei. Immer wenn ich bei der Polizei angerufen habe, und das war mehrfach der Fall, wurde mir gesagt, Wartezeit circa 9 Stunden, der ganze Warteraum ist voll. Dann ist der offizielle Weg eigentlich für Weiterleitungen in die Kruppstraße. Die Kruppstraße ist chronisch voll. Die Leute kommen immer wieder zurück, die wären wirklich obdachlos, wenn wir da nicht wären. Es ist so, als Sarah und Samir angefangen haben mit dem Vermittlungsdienst, mit der Datenbank über Telefon, haben die circa, also so 700, 800 Leute in private Unterkünfte vermittelt. Das sind hunderte Menschen, die obdachlos geblieben wären. Also nur so Beispiele. Dann die Bilanz weitergeführt. Hostelsuche. Es kommen Menschen nachts zurück zum Lag GESO, weil es alternativlos ist. Die kommen zurück, die sind gefrustet, die finden nichts. Bis, also so 20 Personen und dann 20, die alleine oder in verschiedenen Gruppen auch neu ankommen, mitten in der Nacht. Das sind alles Personen, die den gesamten Tag bis zu diesem Moment auf der Flucht waren und denken, jetzt ist der Moment der Ankunft und das Ende der Flucht gekommen, weil wir ja nicht wissen, dass das ein Amt ist mit Öffnungs- und Schließzeiten. Dann wird oft gerätselt, warum Leute so früh, also mitten in der Nacht schon hinkommen, ihre Unterkünfte verlassen, um sich da anzustellen. Das ist einfach bemerkt eine Logik. Wenn Menschen etwas tun, was Leiden verursacht, wenn die Kälte auf sich nehmen, dann initiiert das größeren Leidensdruck von anderer Seite. Simpelste Mathematik der Psyche, Druck und Gegendruck. Gerade für Flüchtlinge gilt keine Handlung ohne Motiv. Das bedeutet, wenn da Menschen um Mitternacht sich freiwillig hinlegen, um voranzukommen, dann liegt das daran, weil die unter extremem Druck stehen, weil sie, wie wir wissen, ja immer nicht drankommen. Dann noch zynischere Gründe, warum Menschen nachts da hinkommen, abgewiesen von Notunterkünften, in die sie von den Bussen gebracht wurden, wo sie nicht aufgenommen werden, weil sie nicht registriert sind oder weil es zu voll ist. Es ist so volatil, also mal werden die mitgenommen, die registriert sind, mal alle, mal nicht, dann fahren Busse leer ab, weil alle Unterkünfte voll sind, dann steigen Leute in die Busse ein, dann gibt es einen Anruf, dann müssen alle wieder aussteigen, weil wir hören, es ist alles voll. Es ist ein totales Chaos und man versucht durch diesen Informationswust irgendwie durchzukommen. Keiner weiß Bescheid und das aber konsequent. Jetzt zum Beispiel ein schweres Beispiel, Mozartstraße. In die Mozartstraße werden konsequent Leute aus Regensburg, aus München, sonst wohin weitergeleitet, die nachts da stranden. Die gehen dann in die Mozartstraße und haben bis vor einer Weile einen Zettel bekommen, der gestempelt ist, überfüllt. Dann werden die wieder zurückgeschickt. Jetzt wurde die Mozartstraße abgemahnt, das dürfen die nicht mehr machen. In
der Konsequenz haben die Leute noch nicht mal einen Nachweis, dass sie ihrer Meldepflicht nachgekommen sind. Außerdem löst das ja nicht das Problem. Das ist wieder die Verzerrung, von der ich spreche. Da werden Leute einfach in die Nicht-Existenz hineingeredet. Und das kann einfach wirklich nicht sein. Dann wollen die ja so gerne auf uns verzichten oder verzichten können, sagen, man braucht uns nicht. Das ist einfach wahnsinnig zynisch. Auch die Decken und die Schlafsäcke sind natürlich Spenden. Die Leute würden sonst eben auf dem Gehweg auf- und abrennen, um sich irgendwie warm zu halten. Die würden auch sonst einfach mitten in der Nacht dahin kommen. Die würden dann halt gar nicht schlafen, auch nichts im Bauch haben. Tagsüber warten, dann vielleicht öfter mal umkippen. Also wir unterstützen da irgendwie, wie wir können. Aber es würde die Situation nicht wesentlich ändern, wenn wir jetzt zum Beispiel die Decken und die Schlafsäcke nicht austeilen würden. Das ist einfach nur eine Linderung, sonst gar nichts. Und selbst das wird ja als nicht nötig weggeredet. Und dass die Menschen so in die Unsichtbarkeit und dass ihre Verletzlichkeit weggeredet wird, dazu fällt mir einfach nichts ein. Da habe ich nicht die richtigen Worte. Und darum möchte ich mal jemanden bemühen, der das viel besser kann als ich. Ein Meister des Worts. Ich wechsle mal kurz nach Englisch und ich tausche ein Wort für Refugee und ein anderes für Citizen. Wer das Zitat kennt, der weiß, was da vorher stand. Und ich lese es euch einfach mal vor. He has disgraced me and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains. And what's his reason? I am a refugee. Has not a refugee eyes, has not a refugee hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a citizen is. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? Das ist Shakespeare, Kaufmann von Venedig und aktuell wie nie. Jetzt zu dem Punkt, auf uns wollen die ja so gerne verzichten, das ist ja der eigentliche Witz. Wir bitten ja darum, wir flehen drum, dass das möglich gemacht wird seit Ende August. Diese Statistik habe ich am 24. August geschrieben und an die Verantwortlichen geschickt. Geschehen ist für nachts und am Wochenende Ankommende nichts. Da fehlen mir schon wieder die Worte. Astrid Lindgren findet bessere. Sie schreibt in die Brüder Löwenherz. Der kleine Karl fragt seinen Bruder Jonathan, wieso er Menschen geholfen hat, denen er keineswegs helfen müsste. Jonathan antwortet, es gibt Dinge, die muss man tun, sonst ist man kein Mensch, sondern ein Häuflein Dreck. Dabei ist uns schmerzlich bewusst, dass wir mit unserem Engagement eine Lücke füllen, die gefüllt werden muss. Will man im Lindgrenschen Sinne kein Häuflein Dreck sein. Aber, dass diese Lücke systemisch betrachtet besser schmerzhaft als Wunde im Körper der Stadt aufscheinen sollte, ist uns mehr als klar. Unser notdürftiges Pflaster, das wir alltäglich und nächtlich immer wieder aufbringen, können wir auch nicht im zu erzielenden Effekt demonstrativ weglassen, diese Lücke in die Sichtbarkeit zu bringen. War ja eine Überlegung. Und wir stehen jetzt hier und wir versuchen es immer wieder zu sagen. Aber dort, es geschieht im Dunkel der Nacht, in der Stille unseres deutschen Wochenendes. Es würde niemand sehen, denn Turmstraße 21 ist leider nicht die bevölkerte Partymeile von Berlin. Sonst würden ja mehr Leute das mitbekommen. Das bedeutet, Menschen wären wieder ohne Hilfe. Man könnte wieder behaupten, es gäbe sie gar nicht. Sie seien ja gar nicht da und das geht nicht. Deshalb der dringende Appell an die Verantwortlichen. Wir bitten Sie dringend als Bürger dieser großartigen, vom Potenzial sprühenden Stadt, die all das von den Menschen bekommt, die ihre Lebenserfahrungen aus der ganzen Welt hierher tragen und auch weitertragen werden. Wir bitten Sie, verzichten Sie auf uns, holen Sie uns aus diesem Dilemma zwischen Skylla und Charybdis, das wir nur zu genau wissen, freiwillige Hilfe darf professionelle Hilfe nicht ersetzen und dass die Notwendigkeit der professionellen Hilfe gemäntelt wird. Sobald wir in Aktion treten, dass wir andererseits als aufrechte Menschen die Hilfe laut Grundgesetz leisten,
diese Hilfeleistung nicht unterlassen können, weil wir nicht bereit sind, unsere Werte zu verraten. Es ist uns Helfern gegenüber als Status Quo seit mehr als 70 Nächten nicht fair. Für den Moment mal bewusst von uns gesprochen, da ihre Verpflichtung uns als mit deutschen Pässen bewaffneten Bürgern der Stadt gegenüber ihnen möglicherweise doch offensichtlicher erscheint als die Verpflichtung den Geflüchteten gegenüber. Das jedoch ist grundfalsch, wie es falscher nicht geht. Uns gegenüber ist es ein bisschen unverschämt, unentgeltliche Hilfeleistungen entgegenzunehmen und dann darüber zu behaupten, man bräuchte sie gar nicht. Den Flüchtlingen gegenüber ist es jedoch ein Verstoß gegen ein ganzes Paket Gesetze, ja auch der Gesetze, die die basalsten Menschenrechte festhalten. Bedeutet, auch ohne Registrierung Anspruch auf professionelle Versorgung auf den Ebenen des Existenzminimums von Anfang an, von der Nacht an, wo jemand da strandet, ein Dach, ein Teller mit was drauf, eine Zahnbürste, das wäre doch schon mal schick, und zwar genau da von der Turmstraße 21 weg. Und wir fordern, dass die Versprechungen, die jetzt gemacht werden, umgesetzt werden, und zwar vernünftig. Diese Zelte machen im Moment, also wie gesagt, immer Infos, von denen man nicht genau weiß, 4.30 Uhr machen die auf. Das ist 4,5 Stunden zu spät. Da muss einfach 24 Stunden lang beheizt ein Warteraum sein. Es muss eine Schlafmöglichkeit geben. Es muss eine Versorgung geben, die die Menschen aufwärmt. Und wenn die Zelte durchquert haben, muss auch da eine beheizte Möglichkeit sein. Es kann nicht sein, dass man durch die Zelte durchgeht und dann wieder auf dem Platz steht und sich da sämtliche Körperteile abfriert. Dann wieder so eine Geschichte, Hostelgutscheine. Wenn die jetzt endlich abgeschafft werden, die Versprechung, dass sie abgeschafft werden, dass da vernünftig für Lösungen gesorgt wird, das muss sofort umgesetzt werden. Und es muss für den Übergang, es darf nicht sein, dass jemand 2, 3 Tage dann im Übergang wieder in so einem Loch landet und dass dann wieder die Existenz verneint wird. So, ja, gibt es ja gar nicht, gar kein Problem. Dann, was sehr gerne vergessen wird, Element Kommunikation. Es muss ja jemand vor Ort sein, der die Leute nachts professionell in Empfang nimmt. Was auch gern vergessen wird, Element Transport. Es sind so viele Gelder in Taxi, Spenden, es sind so viele Gelder in private Transporte geflossen. Ich habe wirklich schon aufgehört zu rechnen. Es ist ganz immens. Wären wir nicht da, man könnte den Leuten auch erklären, ihr könnt nach Karlshorst. Ja, schönen Dank. Wir fahren die Leute dann halt immer hin, wo auch immer es geht. Genau. Und sobald dann diese Dinge passiert sind, dann kann man ja gerne auf uns verzichten. Aber das kann nur ein Ausschleichen sein. Kurzfristig fordern wir konkret mindestens BVG-Tickets, mindestens Transportmöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung für die Transporte. Und ideell gesprochen, mindestens die Anerkennung, eine Mindestschätzung der hier allgemein anerkannten und gelebten Werte. Und dass man den Flüchtlingen die Würde wiedergibt, indem zugegeben wird, dass Menschen dort nächtigen, dass nachts Menschen ankommen und dass Menschen erfolglos von Versuchen zurückkehren, sich wie auch immer eine Unterkunft zu verschaffen. Und mal zu ganz vernünftigen Prämissen zurückgekehrt, dieser erste Moment der Ankunft am Lageso, ob nachts, ob tags, sollte das Ende der Flucht so deutlich wie möglich markieren. Sehen wir uns als Land, dass für diejenigen, die dauerhaft bei uns bleiben, wirkliche Integration bieten will, sollte auch der Satz zu denken geben, der jetzt mal zufällig auf Englisch irgendwie flotter klingt: You can never make up for a bad first impression. Also man kann halt einen schlechten ersten Eindruck schlecht wieder rausreißen. Und dieser erste Eindruck von Deutschland da am Lageso, der muss so gestaltet werden, wie wir uns gegenseitig die letzten Tage erlebt haben, bedingungslos solidarisch mit Menschen in Not. Denn das ist eine Gesellschaft, in der man wirklich mit Freude leben will. Und der Appell an die Verantwortlichen, diese zu verwirklichen, mitzugestalten und uns als Teil davon zu begreifen.